Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. Irgendwas sieht jetzt zwar anders aus, ja, wir spielen einen Herzlosen, einen Schattenlurch, um genau zu sein. Und ja, ich finde das so geil, wie der läuft. Also, abdancen. Ja, in der letzten Folge haben wir es mit ganzen drei Bossen aufgenommen. Zweimal Malefiz und einmal Rico, welcher von Anselm kontrolliert wird. Und ja, wir sind jetzt, wir haben, um Kairis Herz zu befreien, uns ja selbst gesteppt mit dem Schlüsselschwert vom Rico, um Kairis Herz zu befreien. Und das Ergebnis sieht man ja. Ich bin ein Herzloser, klein und rund. Donald, Goofy und Kairi sind natürlich abgehauen. Und wir verfolgen die mal. Gehen wir mal ganz nach unten. Ich jetzt noch wüsste, wie genau ich da nochmal hinkomme. Ich glaube, man kann die Dinger auch nicht benutzen, ne? Diese da. Und sogar noch langsamer als vorher. Ja, jetzt müssen wir hier runter, ne? Und hier runter, ne? Weiß gar nicht. Springen wir einfach mal irgendwo runter. Wir müssen jetzt eigentlich wieder am Eingangstor sein. Ja, so gut wie. Was weiß ich eigentlich, wenn ich von da reingehe? Nehme ich mal kurz mit. Dann habe ich immer nur von der anderen Seite reingegangen. Da hätte ich auch noch alles im letzten Part reinballern können. Oh Gott. Das war knapp und gut. Dann gehen wir mal hier hin. Wandelhalle. Ich bin sonst immer von der anderen Seite gekommen. Kairi, schnell! Ich kann die beiden nicht zurücklassen. Wir können hier nicht bleiben. Ein Herzloser verfolgt uns. Da bin ich doch mal von da gekommen. Ich kümmere mich um ihn. Ja, ausgerechnet du, Donald. Hi, was geht? Na? Im echten Kampf wärst du schon längst tot. Also Donald, meine ich. This time I'll protect you. Also, wo hängen Donald und Goofy eigentlich ab? Wie können die es nur so sehr vermasseln? Ich frag mich überhaupt noch, dass ich noch lebe. Ah ja, Sora ist übrigens wieder da. Thank you. Sora! Sora! Ja, jetzt steht er in Abwertung. Go now! Come with us! I told you before, I'm not leaving without Belle. Go! The Heartless are coming. All right. Let's get out of here. Geh da rein. Was zum Teufel? So. Hab man nicht gehört, ne? Tell me what happened. Ich hab gerade hier den Akku in meinen Controller reingesteckt. War schon seit den letzten Folgen. So the darkness is flowing out of that keyhole.
No wonder there are more and more heartless everywhere. The only way to stop them is... Seal the keyhole, right? Maybe, but no one knows what will happen once it's sealed. Well, we can't just stay here. We have to do something. I've got a friend back there. That's right. You have one more friend to worry about. Riku's Keyblade must have been born of the captive princess's hearts. Just like that keyhole you saw. Of course, without Kairi's heart, it remained incomplete. Once that Keyblade was destroyed, the princess's hearts should have been freed. Don't worry, Sora. If anyone can save your friend, you can. Das ist gut zu wissen. Eigentlich müssten alle Prinzessinnen frei sein. Aber Jasmin ist nicht nach Agrabah zurückgekehrt. Wo weißt du das denn? Ich vermute, die anderen sind auch noch im Schloss. Okay. Auch als Herzloser habe ich dich erkannt. Ich wusste, dass du es bist. Kein Plan, wieso, aber die Herzlosen werden stärker. Bald tauchen neue Arten von Herzlosen auf. Falls uns irgendwas zustößt, können wir uns auf dich verlassen, Sora. Ich dachte, das neue Schlüsselloch würde die Dunkelheit verstärken. Ich meine, die Dunkelheit ist stark, aber dennoch. Es ist, als würde jemand die Dunkelheit zurückhalten. So, offiziell wurde uns jetzt noch nicht gesagt, was wir machen müssen, ne? Ja, dann haben wir noch ein paar Sachen hier zu erledigen, hab ich so ein Gefühl, ne? Hi! Wow, dann noch höhere, größere Lebensbalken als in Hollow Bastion. So, ich habe ja 2 Level-Ups bekommen, das heißt ja, Donald und Goofy müssten eigentlich auch 2 Level-Ups bekommen haben, ne? So, gegen euch möchte ich nicht kämpfen. Gehen wir erstmal hier hin, weil wir haben einen Beschwörstein noch. Ein Feueropal, wenn ich mich nicht irre. Oh, ich nehme jetzt hier wieder schon viel zu lange auf, ne? Das ist jetzt der 5. Part, den ich heute aufnehme. Also, ja. Habe ich eigentlich nicht geplant, so viel. Das haben wir. Wir sind sowieso, glaube ich, im Untergrund. Storymäßig und weil da unten ein weißer Triotech ist. So, steh auf. Ich will dich rufen. Blink. Oh, noch ein Beschwörungsstein. Dann wollen wir es mal lösen. Dann beginnen wir mal. Bibbidi-babbidi-boo, Bitch. Mushu kann gerufen werden. Danke, so, das hier ist für dich. Dort hat Galaxidenstab erhalten. Pass gut auf sie auf. Ja, das haben wir bekommen, weil wir alle Beschwörungssteine haben. Machen wir große Sorgen um Cinderella. Wie gut ist denn die Waffe? Sehr gut. Steigen um 1. Ja. Geil. Und Abilities, will ich mal kurz gucken. Wir haben Ragnarök gelernt und Volltreffer Plus, genau. Du hast, glaube ich, ein AP dazu bekommen. Immer so lange Charmeur. Du hast nichts bekommen, ne? Boah. Ja, du bist kurz vorm Level Up, Donald. Das ist gut zu wissen. Und ich habe den Level mit Goofy eingeholt. Ja, gut. So, Mary. Nix. Okay. Ah ja, doch. Ich will zur Höhle. Ich will zur Hölle. Hölle, 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 Hölle. Ah, die ganzen Wolfgang Petri-Lieder, die meine Mutter in meinem Auto gehört hat. Damals. So, was haben wir denn hier Schönes? Ui, Ori Halcon. So, ist jetzt da irgendwie was? Ich meine, der war noch mal irgendwann was. Den ist später wahrscheinlich. Da schon wieder indirekt was gespoilert, ne? Es tut mir leid. So, jetzt nähern wir uns aber verdammt nah dem Ende. So, was können wir machen? Zum Dalmatinerhaus können wir gehen. Ja, und hier sind jetzt neue Herzlose. Mushu!
tigerisch. Na, komm mal her. Anvisieren und schießen. Komm mal her. Doch, was bringt was gegen dich? Der ist da hinten. Boah. Tue ich gerade mit dem auf meinen Kopf. Baba, ich sehe. Oh, ich vermisse die Stimme von Otto Walkes. Warum hat er nicht mehr im späteren Teilen gemacht? Wundere ich mich. Oh, gut. Gehen wir mal zu den Haus der Welpen. Ein paar Belohnungen müssen wir ja abstauben können. Wo ich mich hier dann nichts machen kann, ne? Ich kann nicht schlagen, ich kann nicht rollen, ich kann ja gar nichts. Ich werde hier dann voll genervt. It's dangerous to go out alone. Take this. So, wir müssen ja ein paar schon haben, ne? Ja. Ich kann euch mal ein Menü aufrufen hier drin. Final-Elixier erhalten. Royal-Kunde erhalten. Ultima-Gummi erhalten. Ach man. Müssten eigentlich nur noch so ein paar fehlen. So 4-5. Also 4-5 Kisten, wo welche drin sind. Eins, zwei, drei, 4, 5, 6. Ich soll vielleicht mal die zählen hier. Uns fehlen noch 18. Ja. Ja, kommt drauf an, wie viele immer in einem drin sind, ne? Ob 2 oder 3. So, Triotechs haben wir bis auf den gelben. Okay. Gelben fehlen uns noch 2 und Trio so nah. Müssen wir noch 8 Stück finden. Ja, wahrscheinlich in der nächsten Folge hier die ganzen Welten noch abgrasen, wenn ich hier nicht weiterkomme. Angriffskraft, so gut, ist gut. Aua, ist gut. Okay, ich gehe schon. Ah, Donald. Don't give up. Guck mal meinem Accessoire-Laden nach. Im Accessoire-Laden. Ich weiß gar nicht jetzt, mit wem oder was ich sprechen muss, um die Story voranzutreiben. Okay. Sid, ich muss zurück zu Hollow Bestien. Ich glaube, das kann ich nicht zulassen, mein Junge. Die Herzlosen dort werden immer mehr. Sie werden euer Schiff verschlingen. Aber was können wir denn sonst tun? Ganz einfach, macht einen Bogen um sie. Ein neues Navigummi montieren und neuen Kurs nehmen. Ein neues Navigummi? Woher das denn? Aus dem geheimen Wasserkanal. Ich habe es dort vor 9 Jahren versteckt, für den Fall, dass ich es einmal brauche. Ich hätte nie gedacht, dass ein Kind das einmal benutzen würde. Hm. Okay, guck mal meinem Accessoire an, ob wir wieder nix herstellen können. Hi, na. So. So traurig. Mithril-Tropfen, wir kriegen ja sonst immer auch Mithril. Ich werde wohl offscreen ein bisschen farben müssen, habe ich so das Gefühl. Aber ist jetzt noch nicht nötig. So, verkaufst du mal was anderes? Oh, Blitzgarnreif. Alle Blitzschäden. -20 Angst und Abwehrkraft steigen. Sind die neu? Also Final Mix neu? Warte mal, hat irgendjemand Ausrüstung Plus oder so bekommen? Nee, okay. Item Plus, glaube ich, ne? Ich glaube, es gibt auch neue Waffen hier. Bin mir aber nicht sicher. Geppetto kann man auch mal vorbeischauen. Willkommen, willst du was kaufen oder nicht? Wieso habe ich kein... Ja. Weisheitsstar. Ah, ich glaube, den wir jetzt haben, von der
Ja. Nach P, von der guten Fee. Der müsste eigentlich noch ein paar Parts reichen. Ist was Besseres finden. So, vielleicht gibt es mir ja wieder ein paar Gummischiffe. Also Rezepturen für Gummischiffe. Geppetto. Umdreh. Diese Gummischeine sind sehr eigenartig. Okay, dann nicht. Fehlen mir jetzt beiden gelben. Also die letzten beiden gelben Triotechs. Entschuldigung. Ich weiß so, wo so gut sich. Warte mal, ich. Als Problem, den Satz zu bilden. Wo so gut wie jeder weiße Triotech sich befindet. So. So, versuchen wir dich nochmal. Keine Ahnung, hab keinen Bock. Hab 10 Triotech Tech-Punkte bekommen, das ist doch schon mal was. Ich gehe voll den Umweg, hab ich das Gefühl. Egal. Diese Plattformen sind auch irgendwie Bastarde, ne? Die gehen einfach weg. Aber wenn ich dahin gehe, geht dahin so nach links. Ne, du kommst nicht durch. Ich bin so böse. Ich will zur Höhle, Höhle, Höhle. Ja, dann können wir den Part auch endlich beenden. Die, ich wollte schon Trainingssession sagen, die Aufnahmesession auch. Hi, Kairi. Ja? Das war ein geheimnisvolle Zeichnung. Das ist etwas Hypnotisches. Ja, aber ich kann einfach nicht anders. Ich muss einfach hingehen. Es ist so wunderschön. War da nicht gerade Mond? Ich kann man nur so kryptisch irgendwas verstecken. Jetzt ganz ehrlich. Statt irgendwo eine Kiste oder so hinzulegen. Komm, wir gehen zu den anderen zurück. Wir sollten uns etwas ausruhen. Okay. A light at the end of the tunnel. Oh, your grandma's story, right? That's right. We were together. You know what's funny? I looked everywhere for you, but you were with me all along. Finally, we're together, Kairi. Now, it's time to get Riku back. You think it'll ever be the same again between us? Riku's lost his... When I turned into a Heartless, you saved me, remember? I was lost in the darkness. I couldn't find my way. As I stumbled through the dark, I started forgetting things. My friends, who I was. The darkness almost swallowed me. But then, I heard a voice. Your voice. You brought me back. I didn't want to just forget about you, Sora. I couldn't. That's it. Our hearts are connected. And the light from our hearts broke through the darkness. I saw that light. I think that's what saved me. No matter how deep the darkness, a light shines within. I guess it's more than just a fairy tale. Well, let's go! You can't go. Why not? Because it's way too dangerous. Come on, Sora. We made it this far by sticking together. You can't go alone. Kairi, even if we're apart, we're not alone anymore, right? I can't help? You'd kind of be in my way. Ouch. Okay. You win. Take this. It's my lucky charm. Be sure to bring it back to me. Don't worry, I will. Promise? Promise. Don't ever forget.
Wherever you go, I'm always with you. So, wir haben Sternentreue erhalten. Ob das mal irgendwann wichtig wird? Foreshadowing. Und Final Mix-Inhalt haben wir hier. Sora, Kairi, es tut mir leid, dass ich so langsam gelesen habe. Ist dies das Jenseits? Ich bin nicht bereit. Noch nicht. Ich weiß, ich Sora und Kairi ein letztes Mal gesehen habe. Riku, kannst du mich hören? Ich bin bald da. Wer ist da? Ich habe das andere Schlüsselschwert, welches zu dieser Welt gehört. Ich habe versucht, dich zu erreichen, aber die Dunkelheit in deinem Herzen hat mich ferngehalten. Wer bist du? Was ist mit mir passiert? Dein Herz hat den Kampf gegen die Dunkelheit gewonnen, aber für deinen Körper war es zu spät. Deswegen bist du hier, an diesem Ort der Dunkelheit, wo sich Herzen sammeln. Was soll ich also tun? Die Tür zur Dunkelheit wird sich bald öffnen, aber es ist eine Tür, die wir nicht durchschreiten können. Sie muss von beiden Seiten geschlossen werden. Dafür braucht es zwei Schlüssel und zwei Herzen. Vielleicht bist du aus dem gleichen Grund hier wie ich. Vielleicht ist das Schicksal. Schicksal, hm? Du scheinst ja alles zu wissen, wie. Dann sag mir, geht's Sora und Kairi gut? Fühlst du nicht die Echos ihrer Herzen? Du kennst die Antwort bereits. Sieh in dein Herz. Okay. Es war sehr gruselig aus, wie Sora so in den Bildschirm reingerannt ist. Und er sagen, was du wollt. Okay. Ja, ich dachte, wir würden direkt zu Sid kommen. Das ist mein Talisman. Versprich mir, ihn wiederzubringen. Okay. Wir haben Sterntreuer, das genauso stark ist, wie Schokobo und uns MP gibt. Sehr schön. Bams. Ah, schön. Eines der stärksten Schlüsselschwerter im Spiel. Eines. Dann mal auf zu Sid. Mit einem großen C. Was? Schon ein merkwürdiger Ort, ne? Da ist eine Stadt und hier ist irgendwie ein See mit ein Häuschen. What in the actual damn? Bams. Ich hab noch mehr Tech-Punkte? Okay, die sind stärker, ne? Okay. Na, Donald. Geh ich mal einmal nicht wieder hin und du bist schon wieder weg vom Fenster. Okay, dann haben wir storymäßig alles wieder auf den Laufenden gebracht. Dann gefunden. Okay, dann werde ich jetzt mal montieren. Duf, duf, duf. Voll im männlichen Gang. Alles klar, ihr könnt los, wann ihr mehr wollt. Ich wünsche, ihr müsst jetzt nicht all diese Gefahren bestehen. Sonst nichts. Dann gehen wir zum Master Small Laden und speichern, beenden den Part. Und in der nächsten Folge suchen wir dann die letzten weißen Trio-Techs. Das müsste eigentlich in ein Part hier noch reinpassen. Und
Weiß ich nicht. Ja, müsste eigentlich alles in meinem Part noch klappen. Und dann schauen wir mal weiter, wie es weitergeht. Ich bedanke mich jedenfalls allerherzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.